Bevor wir mit dem Überflug über die Nazca-Linien beginnen, halten wir auf dem Weg nach Nazca am Museum Maria Reiche. Das ist eine deutsche Mathematikerin, die 1903 in Dresden geboren wurde. 1938 hat sie dann ihr Diplom bekommen, ist dann nach Peru gereist und im Laufe dieser Zeit auf die Nazca-Linien gekommen und hat ihr komplettes Leben der Erforschung dieser Nazca-Linien gewidmet. Ja, das ist schon eine beeindruckende Leistung und finde, die muss auch hier zumindest mal erwähnt werden und darauf hingewiesen werden, die Grand Dame de Desierto, wie sie in Peru genannt wird. Das sind übrigens, diese Graffiti sind Wahlplakate, in denen Gruppierungen und Politiker für sich werben. Am Abend war ich auf der Suche nach einem Restaurant und konnte aber tatsächlich in dieser Gegend, obwohl sie sehr belebt war, keins finden, aber hatte dafür einige schöne Eindrücke von Verkaufsständen, Markthallen, was hier so üblich ist. Das Fleisch wird offen irgendwo gelagert und zum Verkauf angeboten. Bin dann doch wieder zum Hotel, am Poste war es diesmal, zurückgekehrt und habe dann da gegessen und natürlich auch die typische Testreihe fortgesetzt. Was ist der beste Pisco Sour? Hier sind wir jetzt angekommen am nächsten Morgen am Aerodrom Maria Reiche Flughafen und da muss man hier erstmal noch seine Daten abgeben. Man wird auch nochmal gewogen. Das ist hier die Übersichtskarte, welche Figuren alle zu sehen sind. Das ist der Flugplatz, unsere Flugtruppe für diesen Tag. Und da sehen wir das Flugzeug, mit dem wir starten werden. Ja, jetzt wird es langsam spannend, gleich geht es los. Sicherheitshalber habe ich, so wie andere Passagiere, wie sie mir gesagt haben, auch eine Reisetablette eingeworfen, um den Flug besser zu überstehen. Ja, dieser Überflug ist super interessant. Über die Entstehung der Nazca-Linien ranken sich ja die verschiedensten Theorien, angefangen von Aliens bis zur wahrscheinlichsten, die da heißt, dass es wohl religiöse Gründe gab, dass diese Figuren erzeugt wurden, um im Endeffekt für diese Gegend Wasser zu erbeten. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal die Nazca-Linien an. Die erste Figur ist der Wal, der ist unten zu sehen. Der Pilot hat jeweils einmal auf der rechten Seite das Ziel angeflogen mit einem 100-Grad-Winkel und dann umgedreht und mit der linken Seite dann auch die Tragfläche so weit geneigt. Man sieht es hier im Bild und da, wo die Tragfläche hindeutet, da ist dann auch die jeweilige Figur zu finden und zu sehen. Am Anfang war es ein bisschen schwer zu erkennen, aber man hat sich dann mit der Zeit daran gewöhnt, wobei natürlich das ein ganz schönes Geschaukel war. Einmal rechtsrum, einmal linksrum. Dann mit der Therme ging es teilweise gut auf und ab. Und hat man den Magen schon gut gespürt.
Ja, insgesamt dauerte der Überflug ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Und ja, wir waren dann doch alle froh, dass es auf dem Rückweg ging. Es war schon magentechnisch grenzwertig. Nochmal ganz kurz zu Maria Reiche, die ist mit 1998 gestorben, also mit 95 Jahren. Tolles Lebenswerk, was diese Frau da hinterlassen hat. Jedenfalls hier sind wir wieder sicher gelandet und das war eine unglaubliche Erfahrung, ein tolles Erlebnis in diesem kleinen Flugzeug zu fliegen und diese mystischen Nazca-Linien live zu sehen. Das war mein Taxi zurück zum Hotel. Pero tiene cuatro rolandos. ¿Cuatro llantas? Sí. Sí, cuatro pero llantas. ¿Otras tienen solo tres? Otras tienen tres. Este, ah. Solo, este tiene cuatro. Este es muy bueno. Es pequeñito. Sí. Pequeñito. Pequeñito. Yeah, tres cilindros nada más. Sí. Überflug. Wow. Hat auch gut gekribbelt im Bauch.